Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer Alexiel, Hamlet, Muki und in einem neuen Bereich, und zwar dem Eschental, wenn ich mich nicht täusche. Asche im Eschental spricht mit Schildwache Shiela bei Orendils Zuflucht im Eschental. So. Ja. Dann wollen wir die Quests mal abgeben. Hallo. Schön, ein neues Gesicht in dieser Gegend zu sehen. Die Horde kriecht überall in den Wäldern herum, aber mein Auftrag sieht vor, dass ich diesen Außenposten absichere. Ich könnte wirklich jemanden gebrauchen, der ein wenig Kampflust mitbringt. Oh ja, wir haben Kampflust. Ganz viel Kampflust. Evernar und die anderen Schüler taugen vielleicht nicht viel für den Kampf, aber ihr seht so aus, als ob ihr recht wacker schlagen würdet. Dem Abschaum der Horde am anderen Ende der Straße Richtung Osten in Bathrans Schlupfwinkel muss eine Lektion erteilt werden. Ihr neuer Kriegsfürst Garrosh Höllschrei führt mit ihnen nichts Gutes im Schilde. Wollt ihr ihnen Manieren beibringen? Ich würde euch begleiten, aber mein Befehl lautet, hier zu bleiben und Orendils Schüler zu beschützen. Und genau das werde ich auch tun. Ja, klar. Die Horde-Leute machen wir fertig. Ich bin ja sonst nur selber Horde. In den alten Ruinen von Bathrans Schlupfwinkel, der sich auf der anderen Seite der Straße im Osten befindet, wächst eine Pflanze. Diese Pflanze heißt Bathrancha und man sagt ihr nach, dass sie Leiden des Geistes heilen kann. Jetzt erntet die Horde diese Pflanze für ihre eigenen finsteren Pläne. In Astranar befindet sich ein krankes Kind. Wir glauben, dass seine Krankheit nicht nur körperlicher Natur ist. Ich habe meinem Herrn versprochen, dass ich helfen würde, ein Heilmittel zu suchen, aber ich bin kein Kämpfer. Würdet ihr zu Bathrans Schlupfwinkel gehen und die Pflanze sammeln? Aber natürlich, Evenar, Stillwisper. Dann laufen wir mal wieder los mit dem Nachtheuler der Garn. Der passte toll zu unserem dunklen Outfit. Ziehen wir los mit unserem Wölfchen. Ich mag dieses Reittier auch sehr gerne. So, eine neue Gegend. Dann wollen wir mal die Leute fertig machen. Was ist mit dir hier oben? Einmal mal Bock zu sterben. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. 1, 2, 3, machen wir die fertig. So, hier ist das Zeugs, was wir auch noch einsammeln sollen. Alles gar kein Problem. So. Und so. Und so. Ja, ja, ja. So, 10 von 10. Jetzt müssen wir noch das Gedöns hier einsammeln. Das Bathrancha. Bathrancha. Kräuter sammeln. Kräuter sammeln, Kräuter sammeln. Das ist auch so eine düstere, unheilvolle Musik. Ja, müsste es jetzt nicht bald mal voll werden. 5 von 8. Die sind ganz schön laut beim Sterben. 7 von 8. Ja, dann noch den hier so. Und dann war es das auch schon wieder. Ab auf den Nachtheuler der Garn. Hui. Ciao, Leute. Da vorne ist aber auch noch ein Quest, den nehmen wir auch noch mit. Hier ist noch eine Ratte. Aber scheiß auf die Ratte. Folgt er uns noch? Nein, der ist schon wieder abgehauen. Dann denkt sie, oh nö. Oh nö, so weit laufe ich denn nicht hinterher. Da drehe ich wieder und das ist Bathran. Hier, Bathran. Mit ihren eigenen Waffen. Diese Kreaturen, diese sogenannte Horde, sie haben mich in meinen besten Jahren gefällt und sie ernten mein Haar für ihre finsteren Pläne. Werdet ihr mir helfen, dem ein Ende zu bereiten, Nachtelfe? Ich habe zufällig ein paar ihrer Kräuterkundigen von etwas sprechen hören, das sie Wildfeuer nannten, am Tisch entlang des Weges. Wenn ihr die Flasche dieses widernatürlichen Zeugs nehmt und es auf meinen toten Körper im Nordosten werfen würdet, würde er verbrennen. Und mein Haar würde hier nicht mehr wachsen. Ich bin schon tot und es ist ein kleiner Preis, um sie aufzuhalten. Ja, okay. All eure Leben sind so kurz. Warum besteht ihr darauf, sie damit zu vergeuden, euch gegenseitig umzubringen? Ich weiß auch nicht. Ist so ein Ding.
Menschen, Elfen, alle ein bisschen doof manchmal, bringen sich alle gegenseitig um. Ja, ich habe auch jetzt seit einer Weile Horde gespielt. Und das war sehr lästig. Teilweise war ich in einem Gebiet, wo viel Allianzler da waren, obwohl ich jetzt gerade selber Allianzler bin. Weil die halt ständig auch dann wieder mich angegriffen haben. Das war nervig. So, wie können wir das denn jetzt brennen lassen? Wie verbrennen wir das denn? Hat er uns was gegeben zum Verbrennen oder muss ich hier irgendwas anklicken? Muss mal eben hier reingucken. Habe ich hier irgendwas? Nö. Ich habe hier noch ein bisschen Leinstoff. Und bin hier an dem richtigen Fleckchen, ja? Nee. Ja. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Oder habe ich hier unten irgendwas bekommen und ich sehe es nur nicht? Mein Zuschuss, ja, mein Schuss habe ich. Die Falle habe ich. Was ist denn Leichnam verbrannt? Er beutet eine Wildfeuerflasche und werft sie auf Basrams Leichnam. Okay, warte mal. Das heißt, ich muss ja nur die Typen looten und irgendeiner hat die dann? Der hat sie nicht. Wer hat sie denn mal für mich? Die hat sie auch nicht. Vielleicht? Nö. Kann ich hier von irgendjemandem das nehmen? Der hier bestimmt, oder? Nee, es steht hier, oder? Hier. Da, alles klar. Was sagt der? Das hier ist Arbeit für Feiglinge. Eigentlich sollten wir in diesem Moment die Allianz zerquetschen. Ja, oder ich töte einfach dich. Gut, die Allianz ist zum Spielen vorbeigekommen. Ja, ich habe dich mal innerhalb von ein paar Sekunden getötet, du Idiot. Und habe euch die komische Flasche weggenommen. So. Die schmeißen wir jetzt da drauf. Und jetzt brennt er. Er wollte es ja so. Okay. Wie du meinst. Haben wir gemacht. Schwingen uns wieder auf unsere Nachtheuler. Und weiter geht es zurück. Ach, da ist er ja schon wieder. Oder die ganze Zeit noch. Ich glaube, das ist so eine Art Geist von ihm. Oder so. Ist aber ganz cool. Eschental, neue Gegend und so. Sieht zwar dem sehr ähnlich, wo wir herkommen, sind wir aber nicht. So, ihr habt mir geholfen, zur Erde zurückzukehren, Alexiel. Jetzt wird mein Haar nicht länger für diese Kreaturen sprießen. Besser noch, ich werde umso baldiger wieder wachsen. Ach so. Das war ja Schlaui-Maui von ihm hier. Dann können wir ja jetzt die anderen Quests auch noch abgeben. Hier ist noch ein Hamlet. Wenn wir einen wollten, hätten wir hier einen. Aber wir haben ja einen. Unseren einzigartigen Hamlet. Eigentlich nicht. Aber in diesem Fall jetzt schon. So. Die Schildwache beblickt euch einen Augenblick anerkennend an. Ihr habt eure Sache gut gemacht, Jägerin. Wenn die anderen Abenteurer, die wir noch zu Gesicht bekommen werden, auch nur ein wenig ähneln, sollten wir diesen Krieg gegen die Orks und ihre Horde schneller hinter uns gebracht haben als erwartet. Alexiel, ein Freund von mir könnte eure speziellen Fähigkeiten gut gebrauchen. Sein Name ist Talen und er ist eine Art Archäologe. Neuerdings fasziniert ihn der Untergang der alten Stadt Sora mit ihren Schätzen. Wenn ihr ihm zur Hand gehen wollt, findet ihr ihn im Stützpunkt an der Grotte den Weg entlang nach Westen. Lebt wohl. Lebt wohl. Okay. Habt ihr Basran Schar gesammelt, Alexiel? Die Gesundheit des Kindes schwindet mit jeder Stunde. Ja, bitteschön. Hier. Schnell, schnell. Ah, ihr habt das Haar. Das ist ein guter erster Schritt. Wir werden noch weitere Zutaten benötigen, aber das Haar des gefallenen Urturms könnten die wichtigste sein. Ich hoffe nur, dass die Verlassenen aus der Pflanze keine Waffe entwickeln. Wir haben einfach nicht genug Leute, um sie jetzt zu vertreiben. Insbesondere da Maestras Posten angegriffen wird. Hat auch noch ein Quest für uns. Aber natürlich hat er noch ein Quest für uns. Entschuldigung, musste kurz husten. Rasch, Alexiel. Ich werde das Bathrenschar in diesen Beutel füllen, aber ihr müsst es an meinen Meister Orin die Rundblatt liefern. Ihr findet ihn in Maestras Posten einfach Richtung Süden, die Straße entlang auf der linken Seite. Aber seht euch vor, wir haben Nachricht erhalten, dass der Posten von der Horde angegriffen ist. Das ist mir doch wurscht. Das ist doch alles null Problemo für uns. Wir sind doch hier viel zu stark schon. Wir machen das hier fix zu Ende. Hier ist die Karte, wo wir gerade seit neuestem sind.
Rechts von uns ist immer noch der Teufelswald. Wir laufen die Straße entlang Richtung Süden. Und dann machen wir die Orks platt. Wenn da welche sind. Tipp, 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 tipp. Für Archäologie-Fans wäre da rechts auch noch eine Schaufel. Das könnten wir eigentlich tun. Habe ich mittlerweile eigentlich schon eine Schaufel oder nicht? Ich hatte doch Archäologie angequestet. Angeklickt sozusagen. Hier wieder unsere coole Kampfmusik. Ich gehe davon aus, ihr seid hier, um zu helfen, Jägerin. Die Lage ist so schlimm, wie sie erscheint. Um es auf den Punkt zu bringen, wir verlieren. Meine Mädchen und ich sind die letzte Verteidigungslinie gegen die Horde, aber wir werden hier nicht verschwinden, ohne den Kampf zu ihnen zu tragen. Bereit für eine Herausforderung? Ich habe eine kleine Staffel von Schildwachen, die ich euch unterstellen könnte. Bringt sie in ihre Nähe und ich bin mir sicher, dass ihre magischen Pfeile diese Räuber und Eindringlinge vernichten werden. Jawohl, wir helfen, wo wir können. Jetzt geht's aber los hier. Können wir die einfach so? Wir machen die einfach so fertig. Die sind alle so einfach zu besiegen für uns im Moment. Ich hab gemerkt, dass mein Mikrofon manchmal auch so dusselig steht. Ja, komm. So, wunderbar. Mache ich die einfach so fertig oder kann ich irgendwo reinspringen? Nein, aber ich bringe mal hier eben schnell den Quest noch weg. Oh, Envy Rundblatt. Ihr seid mutig, unter diesen Umständen hierher zu kommen. Wie lautet euer Anliegen, Fremde? Hier haben wir das Zeug mit dem Heilkraut. Also hatte Ivana Erfolg. Um es genau zu sagen, ihr hattet Erfolg. Ich kann euch nicht genug danken, Jägerin, aber diese Blätter müssen noch weiter verarbeitet werden, bevor sie als Heilmittel gegen das Unheil dienen können, welches das Kind Relara dahin siechen lässt. Okay. Dann nehmen wir hier auch noch die Quest an. Das Eschental ist ein üppiger Wald, in dem es von Leben nur so wimmelt. Es ist eine reine Freude, die geheimen Pfade auf der Suche nach Kräutern entlang zu wandeln. Aber es gilt, vorsichtig zu sein. Der Wald ist nicht ohne Tücken. Ins Licht getaucht. Das Gebräu ist noch nicht ganz fertig. Es muss noch in das Licht von Ilum getaucht werden, bevor wir auch nur daran denken können, es dem Kind zu geben. Im Westen, an Falatimsee, ist uns ein Ort bekannt, wo das Mondlicht der Göttin fortwährt. Auf die Erde fällt bei Tag und bei Nacht. Bitte, Alexiel, um Relares Willen flehe ich euch an, nehmt das Gebräu und badet es in Ilums Strahlen. Aber hütet euch, seltsame Dinge gehen im Gebiet um den See von sich vor sich und ich befürchte, dass es nicht mehr sicher ist, dorthin zu gehen. Ja, ja, ja. Finde Teroni, seine Freundin von mir aus Astranar. René Wolfslöffer hat mich gebeten, einen Kundschafter zum Falatimsee im Westen zu schicken. Teronis ist vor Tagen aufgebrochen, kurz bevor die Horde angegriffen hat. Er war auf der Suche nach einem Gegenstand, von dem er dachte, dass er die Vorburgangriffe auf unser Volk mildern könnte. Eine Route, die von einem mittlerweile toten, bösen Zauberer gestellt worden ist. Bevor er aufbrach, erwähnte er einen Edelstein für die Route. Leider wissen wir, dass der See von einer bösen Macht heimgesucht wird. Bitte, Alexiel, macht meinen Freund ausfindig. Wenn die nicht immer so viel sabbeln würden, dann wäre das nicht ganz so anstrengend. Aber die zählen ja so viel. Mondpriesterin. Die Vorburg sind von ihren Anhöhen herabgestiegen und haben die Ruinen von Ordiel Aran im Norden überrannt. Ich vermute, dass sie das getan haben, weil sie von etwas angezogen wurden, was die toten Kultisten dort entdeckt haben. Drei Mondsteine. Liladris Mondbach wird euch raten, wie ihr mit den Vorburgs auf eine direktere Weise fertig werdet. Und ich werde ihr nicht widersprechen, aber ich würde euch darum bitten, euch zu den Ruinen zu begeben, um die Mondsteine zu deaktivieren. Ja, möchte hier noch jemand irgendwas von mir? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich schaue mir mal die Rüstung an. Aber hier ist schon alles erledigt. Ach, da ist noch jemand, der was will. Mann, gibt's hier viel zu tun. Und wir müssen immer noch einen Quest da hinten auch abgeben eigentlich. Wo stehen die denn? Wo denn? Da oben. Wir nehmen jetzt alles mit. Dann können wir das alles fertig machen. Hätte ich da oben auf dem Balkon... Oh Mann, no. Ich hätte da einfach nur durchgehen müssen von der Trulla aus. Oh ja, dann mache ich das gleich. Erstmal mache ich dann die Leute platt hier. 10 von 10. Super. Schön. Was greifst du mich an? Das lohnt sich nicht.
Warte, folgt mir. Nicht da hinten verweilen, meine Tierchen. So, Liladris, Mondbach. Die Mondpriesterin hat einen Plan, der sicherstellen soll, dass keine weiteren Fuhrbox aus dem Hochland herabsteigen. Ich mache mir mehr Sorgen um diejenigen, die bereits bei den Ruinen... Oh, ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu laut, sehe ich gerade irgendwie. Die bereits bei den Ruinen sind und von denen einige sich direkt vor dem Posten zusammenrotten. So unangenehm es auch sein mag, ich muss euch bitten, euch nach Norden in die Ruinen von Ordil Aran zu begeben und die Vorburg zu vernichten. Wir können nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Hab Dank, Jägerin. Geht in Frieden. Okay, okay. Ich schnur Allah. Ich check mal eben mein Mikrofon. Das macht mir gerade Sorge, dass das so laut aussieht. Also, bis gleich. Ich werde vielleicht... hier ein paar Dinger noch töten, falls der Quest noch nicht beendet ist. Also, bis gleich. Nö, es scheint nur immer so ein bisschen leicht übersteuert zu sein. Ist es aber irgendwie gar nicht. Ja, leicht verwirrend manchmal. Ich habe noch da diese Fahrzeuge platt gemacht. Jetzt können wir den Quest abgeben. Einer meiner Speer in den Wäldern hat mir von euch berichtet, aber ich hatte ja keine Ahnung, wozu ihr wirklich in der Lage seid. Hab Dank, Alexiel. Durch das, was ihr erreicht habt, hat sich das Blatt gewendet. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass wir sie bis zum Tagesende besiegt haben. Ach so, na dann. Es gab hier zwei Menschen, Fero Eisenhand und Daigren der Läuterer. Sie waren Mitglieder einer heiligen Organisation, die als Argentum-Dämmerung bekannt ist. Beide fielen bei der Verteidigung des Postens gegen den ersten Angriff der Horde. Ich werde euch meinen magischen Umhang borgen. Es ist ein Geschenk von Cenarius. Mit seiner Hilfe kann ich... Mit seiner Hilfe kann ich mich unsichtbar machen. Findet die beiden Leichname und spürt Ferreros Hammer. Sowie Daigrens Gebetsbuch auf. Ferreros Leichname ist im Hof und Daigren liegt auf der Spitze der Ton. Der heißt natürlich nicht so. Ich nenne ihn jetzt nur Ferrero. Ferrero-Küsschen. So, wen sollen wir jetzt? Was sollen wir jetzt? Hier irgendwas? Komm. Irgendwo hier, irgendwo da. Irgendwo. Ja, okay. Wenn ihr meint. Da ist doch Ferrero. Ferrero. Ah, sie lootet auch nichts, ne? Ja, auch da hinten, das kann alles abgedeppert werden. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich den Hammer nehmen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Schnell auf den Nachtreiter. Und dann hoffe ich doch mal, dass er hier derjenige ist, den wir töten sollen. Oder irgendwo da drinnen. Beziehungsweise wir wollen das Gebetsbuch holen. Ja, kommt schon. Wir können alle sterben. So. Du vielleicht? Da irgendwo müsste es hier liegen. Hoffentlich nicht hier unten. Nein, da oben. Da gehen wir schnell hin. Hamlet kämpft da unten weiter. Ist auch gut so. Dann nerven die uns nicht. Auch wenn ich die gerade so ein bisschen angelockt habe. So, eine Nachtelfe, ich spucke auf euch. Ich spucke auch auf dich. Nein, Garrosh, ich habe versagt. So, kannst du das mal... Hast du... Da ist es, das Buch, das Gebetsbuch. So. Stehen die hier im Weg doof rum? Wir wieder schnell zurück. Die können uns gar nichts. Die Doofen hier. So, unsere Verluste sind niederschmetternd. So, Ferus Heiliger Hammer oder das Gebetsbuch der Läuterin. Kriege ich jetzt oder wie? Ich freue mich... Nee, habe ich abgegeben. Ich freue mich nicht sonderlich darauf, den Brief an die Botschaft der Argentum-Dämmerung Danassus zu schreiben. Zumindest sind wir in der Lage, die meisten ihrer Besitztümer zu den Angehörigen zurückzuschicken. Ich kann euch nicht genug für euren Mut danken, Alexiel. Bitte nehmt diesem Namen des Postens entgegen. Gerne, gerne. Danassus hat sich um 250 verbessert, der Ruf. Den können wir auch mal hier einmal sehen. Hier seht ihr den Ruf Danassus. Ist schon ziemlich gut. Da fehlen natürlich noch die anderen. Die sind aber auch schon auf freundlich. Das ist doch schön. Ja, jetzt geht es aber noch weiter. Wir haben den Nachtsäbler mal rausgeholt. Der ist auch schön. Den haben wir auch zusammengeholt. Können wir den auch mal reiten.
ab hierhin. Entdeckt die Ruinen von Ordil Aran. Kannst du den, dankeschön, umbringen? Achso, die soll ich auch töten. Gut, dann nehmen wir die gleich mit. Hier stehen ja genug Blöde rum. Gemacht, gemacht, gemacht. Acht von zehn. No problem. Zehn von zehn. Und da vorne ist dann auch noch das nächste, was wir machen sollen. So, roter Mondstein deaktiviert. Da kommt direkt so ein komisches Vieh. Zur Begrüßung. Natürlich. Relativ ruhig hier gerade so. Tipp, 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 tipp. Und da haben wir auch den blauen Mondstein deaktiviert. Jetzt können wir zurück. Ich schwinge mich auf den Nachtsäbler. Und hoffe, wir sind möglichst schnell wieder zurück. Gibt es hier in der Nähe noch was, was wir machen sollen? Nein, wir können ganz viel abgeben. Und ich wette, wir kriegen auch ganz viel Neues, wie immer. Damit sind zwei Fronten erledigt. Aus diesem Grund ist auch erledigt. Schön. Komme ich so an ihn ran? Reicht das? Ja. Wir stehen in eurer Schuldjägerin. Wenn ich eines über die Vorburg weiß, dann dies. Sie schätzen es nicht, blutige Nasen zu bekommen. Es wird nicht lange dauern, bevor sie den Schwanz einziehen und in ihr Dorf zurückkehren. Ich glaube, es war eine Frau. Ja, das ist eine Frau und ich spreche sie die ganze Zeit als Mann. Hallo. Es ist halt eine sehr männliche Nachthilfe. Da drinne. Ishnudaldiev. Hab Dank, Alexia. Jetzt, wo die Mondsteine von Ordil Aran deaktiviert sind, brauchen wir uns hier nicht um weitere Überfälle der Vorburgs zu sorgen. Nichtsdestotrotz sind meine Späher mit verstörenden Neuigkeiten aus dem Dorf der Vorburgs zurückgekehrt. Dort braut sich etwas zusammen. Ich frage mich, ob ich euch darum bitten kann, für mich eine Warnung nach Astranar zu bringen. Yeah, und damit haben wir in einem Part auch schon wieder die nächste Stufe erreicht. Wir haben Todstellen bekommen und einen neuen Dungeon haben wir auch freigeschaltet gekriegt. Ich finde, es wird wirklich langsam Zeit dafür, aber das sage ich ja ständig im Moment. Wo ist es denn mal? Nimm, nimm, nimm. Da ist Todstellen. Eine wunderbare Fähigkeit. Tada! Schon stellen wir uns tot und alle denken, wir sind tot. Dafür ist es natürlich gedacht. Finde ich, ist immer sehr lustig, wenn man dann hier so rumliegt und, ja, die Feinde in Ruhe lassen und sie denken, ach, die ist ja schon tot. Ist aber gar nicht so, dann steht man einfach wieder auf und das ist sehr, sehr praktisch. Kann auch hilfreich bei echten Menschengegnern sein. Und nicht nur NPCs. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und sehen uns im nächsten Part wieder. Von World of Warcraft. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich gebe die Quest selbstverständlich ab. Bis dann!